Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es ein Format, das früher mal existiert hat, und zwar Kochvideo. Das Ding ist, ich möchte einfach dadurch, dass ich jetzt viel Sport treibe, auf meine Ernährung achte, euch an den ganzen teilhaben. Und heute machen wir fürs erste Mal eine Gemüsesuppe. Für diese Gemüsesuppe benötigen wir eine Aubergine, Paprika, Tomaten, Kohl und Gurken. Das waren die Zutaten. Nun würde ich sagen, tun wir das Ganze mal ein bisschen klein schnippeln. Das Ganze ist jetzt, wie ihr hier sehen könnt, geschnitten und gerieben. Ich werde das jetzt anbraten. Dazu verwende ich dieses Trüffelöl. Das ist mein Geschmack. Man kann selbstverständlich jedes denkliche Öl verwenden. Alles in allem wird das eine Kaltschale sein, was man auch unterwegs mal einfach so runtertrinken kann. Das ist der Sinn, denn wenn ich beim Arbeiten bin, kann ich das leider nicht aufwärmen, und da ist halt eine Kaltschale eine richtig gute Lösung. Nun würde ich sagen, gehen wir anbraten. Zum Würzen gebe ich etwas Salz rein. Ganz wichtig ist meiner Meinung nach dabei, dass es ein unjodiertes Salz ist, denn Jod ist eigentlich in jedem Produkt und von daher sehr ungesund. Und was auch richtig gut ist, ist Kräutersalz. Hierbei habe ich jetzt ein Bio-Kräutersalz. Das ist auch mit unjodiertem Salz, wie vorhin erwähnt, kann man hier auch sehen. Zum Aufgießen für das Ganze verwende ich einfach schlicht und einfach Wasser mit einem minimalen dicken Limettensirup, also wirklich ganz wenig. Denn sonst ist der Geschmack überwiegend. Grundsätzlich gilt ja, alles, wo Salz ist, muss auch ein bisschen Süße rein. Das Ganze muss jetzt selbstverständlich etwas kochen, damit das Ganze weich ist, damit man es anschließend sehr gut pürieren kann. Im Grunde ist die Gemüsesuppe ziemlich einfach. Man ist in ca. 10 Minuten fertig. Okay, mit Kochen 15 Minuten. Und ja, es ist vielseitig. Man kann sie kalt essen, man kann sie warm essen und ist somit eigentlich ein super Gericht. Was mir jetzt noch am Herzen liegt, ist eure Meinung zu diesem Format. Schreibt sie mir unten in die Kommentare. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben hier. Hiermit bin ich raus. Abonnieren da oben nicht vergessen. Ciao!